Hallo zusammen. Heute möchte ich euch mal zeigen, wie ihr den richtigen Helm für euch findet und diesen auch einstellt. Zunächst müsst ihr wissen, wie groß euer Kopf ist. Dazu müsst ihr den Kopfumfang messen. Mein Kopfumfang ist 60 cm, weshalb ich einen XL-Helm brauche. Wenn ihr euren Helm dann aufsetzt, sollte es so sein, dass er bis zur Mitte der Stirn reicht. Das erkennt ihr daran, wenn ihr nach oben schaut, könnt ihr die Kante vom Helm noch gerade so sehen. Schließt ihr dann den Helm, sollten die Bänder so liegen, dass sie unter eurem Ohr zusammenlaufen und so eng sein, dass ihr noch zwei Finger unter euer Kinn bekommt. Ihr könnt den Helm dann hinten schließen, indem ihr zunächst die Höhe einstellt, justiert ihr unter euren Schädelknochen und dann am Rädchen so weit dreht, dass euch noch angenehm sitzt. Das sollte so eng sein, dass ihr den Helm nicht mehr weit abheben könnt vom Kopf und wenn ihr den Kopf schüttelt, er auch nicht weit hin und her wackelt. Und schon sitzt er perfekt auf eurem Kopf.